Herzlich willkommen zur zweiten Folge für heute. Und wir machen direkt weiter. Und zwar sagen wir, was ist mit Alistair? Geht es ihm gut? Ja, so wie euch. Es wäre wohl unfreundlich anzumerken, dass er sich kindisch benimmt. Ich habe einige Fragen, wenn ihr erlaubt. Kein Problem. Lasst euch Zeit. Jetzt könnte man anklicken, ich habe genug Fragen gestellt. Das finde ich sehr witzig, aber... warum hat eure Mutter uns gerettet? Das frage ich mich auch, aber sie sagt mir nichts. Vielleicht wart ihr die Einzigen, die sie erreichen konnte. Ich hätte euren König gerettet. Für einen König bekommt man viel mehr Lösegeld als für euch. Sehr viel mehr. Ihr seid sehr einsichtig, was auf Mutter nur äußerst selten zutrifft. Wie hat sie uns eigentlich genau gerettet? Sie verwandelte sich in einen riesigen Vogel und hat euch von der Turmspitze gepflückt. Einen in jeder Kralle. Wenn ihr mir das nicht glaubt, fragt doch Mutter selbst. Vielleicht erzählt sie es euch. Wow. Gibt es noch Überlebende außer uns? Ein paar Versprengte, aber die sind lange fort. Ihr wollt gar nicht wissen, was jetzt in dem Tal vorgeht. Warum hat Terran Logan den König im Stich gelassen? Ich weiß nicht mal, wer dieser Logan überhaupt ist. Ihr fragt besser Mutter. Ich habe genug Fragen In der gestellt. Tat. Sprecht jetzt mit Mutter und macht euch danach auf den Weg. Okay. Aber vorher räumen wir sie noch aus. Ne, die brauche ich nicht. Hallo, ey. Ja, und für die Truhe brauche ich einen Schlüssel. Siegreich im Krieg, was dann mit Friedenszeiten, opferbereit im Tode. Der Leitspruch der grauen Wächter. Immer schöner erinnert zu werden. Oh, Alistair. Seht ihr? Hier ist euer grauer Wächterfreund. Ihr macht euch zu viele Sorgen, junger Mann. Ihr seid am Leben? Ich war mir sicher, ihr seid tot. Es geht mir gut, aber danke für eure Sorgen, weil Alistair wird mein bester Freund. Das kann alles nicht wahr sein. Ohne Morrigans Mutter legen wir tot auf der Spitze dieses Turms. Sprecht nicht über mich, als wäre ich nicht hier, Bursche. Ich wollte nicht... Aber wie soll ich euch nennen? Ihr habt uns euren Namen nicht verraten. Namen sind hübsch, aber wertlos. Das Volk der Chasind nennt mich Flemeth. Ich schätze, das erfüllt seinen Zweck. Die Flemeth aus den Legenden? Davis hatte recht. Ihr seid die Hexe der Wildnis, nicht wahr? Und? Was bedeutet das? Ich kenne mich ein bisschen mit Magie aus. Und sie hat euch beiden nicht geschadet, oder? Wenn ihr Flemeth seid, müsst ihr ziemlich alt und mächtig sein. Muss ich das? Alter und Macht sind relativ. Ob ich alt und mächtig bin, hängt stark davon ab, wer danach fragt. Im Verhältnis zu euch ist die Antwort auf beides ja. Warum habt ihr dann nicht Duncan gerettet? Er ist... war unser Anführer. Es tut mir sehr leid um Duncan, aber ihr müsst eure Trauer zurückstellen. In die dunklen Schatten, bis die Zeit für eure Rache gekommen ist. Das hat meine Mutter immer gesagt. Jetzt ruft die Pflicht. Es war schon immer die Pflicht der Grauen Wächter, die Länder gegen die Verderbnis zu vereinen. Oder hat sich das geändert, als ich gerade nicht aufgepasst habe? Da kommt unsere Aufgabe. Es hat sich geändert, als die meisten von uns abgeschlachtet wurden. Wenn ihr glaubt, ihr wärt hilflos, nur weil ihr wenige seid, dann habt ihr schon verloren. Aber wir haben die dunkle Brut bekämpft. Der König hatte sie schon fast besiegt. Warum hat Logan das getan? Nun, das ist eine gute Frage. In den Herzen der Menschen verbergen sich Schatten, die dunkler sind als jede verdorbene Kreatur. Vielleicht glaubt er, die Verderbnis sei eine Armee, die er taktisch überwinden kann. Vielleicht begreift er einfach nicht, dass das Böse dahinter die wahre Bedrohung ist. Der Erzdämon. Helft ihr uns im Kampf gegen diese Verderbnisflamme?
Ich? Ich bin nur eine alte Frau, die in der Wildnis lebt. Ich weiß nichts über die Verderbnis oder die dunkle Brut. Also, wo auch immer Loghains Wahnsinn herkommt, er sieht in der dunklen Brut offensichtlich nur eine geringe Bedrohung. Wir müssen alle warnen, dass das nicht so ist. Und wer wird euch glauben? Oder wollt ihr Loghain davon überzeugen, dass er sich irrt? Er hat gerade seinen eigenen König verraten. Wenn Al-Eamon wüsste, was ein Ostagar getan hat, wäre er der Erste, der seine Hinrichtung fordern würde. Al-Eamon, der Earl von Redcliffe? Ich schätze schon. Al-Eamon war nicht in Ostagar, also hat er noch alle seine Männer. Und er war Caelans Onkel. Ich kenne ihn. Er ist ein guter Mann. Er hat großen Einfluss im Landing. Natürlich. Wir könnten nach Redcliffe gehen und ihn um Hilfe bitten. Es werden doch alle begreifen, welche Bedrohung der Nee. Mal angenommen, er hilft uns nicht. Was machen wir dann? Euch steht mehr Hilfe zur Verfügung als nur ein paar alte Freunde. Natürlich, die Verträge. Die grauen Wächter Ach, können die, wir geholt die Hilfe haben. Der Zwerge, der Elfen, der Magier und anderer einfordern. Cool. Sie sind verpflichtet, uns gegen eine Verderbnis beizustehen. Ich bin vielleicht alt, aber Zwerge, Elfen, Magier, diese Ar-Eamon und wer weiß, wer sonst noch. Für mich klingt das nach einer Armee. Also, können wir das machen? Können wir nach Redcliffe und zu diesen anderen Orten gehen und eine Armee aufbauen? Warum nicht? Genau das tun graue Wächter doch, oder? Dann seid ihr also bereit? Ihr seid bereit, graue Wächter zu sein? Ja, danke für alles, Flemis. Nein, nein, ich danke euch. Ihr seid hier die grauen Wächter, nicht ich. Also, bevor ihr geht, gibt es noch eine Sache, die ich euch anbieten kann. Der Eintopf kocht, werte Mutter. Werden wir heute Abend zwei Gäste haben oder keinen? Die grauen Wächter werden in Kürze aufbrechen und du wirst sie begleiten. Ach. Wie schade. Was? Du hast mich gehört. Du hast nämlich Ohren, ich bin ganz sicher. Danke. Eine ausgezeichnete Idee. Habe ich kein Mitspracherecht? Du willst doch schon seit Jahren die Wildnis verlassen. Das ist deine Chance. Und ihr, Wächter, seht das bitte als Bezahlung für die Rettungsaktion. Hoffentlich ist sie so nützlich, wie ihr sagt. Oh, das ist sie. Ihr könntet etwas Magie gebrauchen. Und ja, meine Morrigan ist so klug wie eine Wurzelechse. Ich will ja dem geschenkten Gaul nicht ins Maul schauen, aber bringt uns das nicht neue Probleme? Außerhalb der Wildnis ist sie eine Abtrünnige. Wenn ihr von uns unrechtmäßigen Magiern keine Hilfe wollt, hätte ich euch wohl besser auf dem Turm gelassen. Alistair. Zurechtweisung angekommen. Mutter, so habe ich mir das nicht vorgestellt. Ich bin gar nicht bereit. Du musst bereit sein. Diese beiden sind allein und müssen Ferelden gegen die dunkle Brut einen. Sie brauchen dich, Morrigan. Ja. Ohne dich werden sie versagen und die Verderbnis wird alle hinwegraffen. Auch mich. Hat sie gezwinkert? Ich verstehe. Ich glaube, Flemis hat gezwinkert. Und ihr, Wächter? Versteht ihr auch? Ich gebe euch, was mir das Liebste auf der Welt ist. Und ich tue das, weil ihr Erfolg haben müsst. Mit uns wird ihr nicht zustoßen. Dann hole ich jetzt meine Sachen, wenn ich darf. Ich stehe zur Verfügung, graue Wächter. Als erstes Ziel schlage ich ein Dorf nördlich der Wildnis vor. Es ist nicht weit und es gibt dort viel, was ihr benötigt. Hört sich gut an. Wenn ihr es vorzieht, bin ich einfach nur eure schweigsame Führerin. Eure Wahl. Nein, redet ruhig, wenn ihr etwas anzumerken habt. Diesen Satz werdet ihr noch bereuen. Liebe süße Mutter, wie freundlich von dir, mich einfach so hinauszuwerfen. Ich werde diesen Augenblick stets ehren. Ich habe immer gesagt, wenn etwas getan werden muss, mach es selbst.
Sonst musst du es dir 10 oder 20 Jahre lang vorwerfen lassen. Es ist nur... Wollt ihr sie wirklich mitnehmen, nur weil ihre Mutter es sagt? Gebt euch schon einen Ruck, Alistair. Wenn ihr befürchtet, ich würde Dämonen beschwören und mich in eine Abscheulichkeit verwandeln, kann ich euch beruhigen. Damit warte ich, bis ihr mal nicht herseht. Und schon geht's mir besser. Dann sollten wir uns auf den Weg machen. Mutter, vergiss den Eintopf nicht. Ich will ja nicht, dass bei meiner Rückkehr die Hütte niedergebrannt ist. Ach was, viel wahrscheinlicher ist, dass bis zu deiner Rückkehr die ganze Gegend, einschließlich Hütte, von der Verderbnis verschlungen wird. Oh. Ich meinte ja nur, dass... Ja, ich weiß. Ich wünsche dir viel Spaß, Liebes. Toll, toll. Okay, ich breche ab. Danke fürs Zusehen der zweiten Folge.